Hallöchen zusammen und willkommen zu einem kleinen Special-Information, würde ich es jetzt eher nennen. Wie ihr vielleicht seht, in einem ja auch speziellen, in einer speziellen Umgebung und natürlich nicht allein, nein, mit mir dabei ist der Arnoholic, alias Trekkinator, alias, kann ich euch nicht sagen. Jo, moin! Kann ich euch nicht sagen, ja, gut. Soll ich deinen Namen hier jetzt präsenten, oder? Du darfst mich gerne Detlef nennen, ja? Nein, dann will ich gar alle, nicht. Heißt. Ich, nein. Dann wissen doch alle, wie du heißt. An alle Detlefs da draußen, sorry. Detlef. Ja. Gut, ja, es hat nämlich auch einen Grund, warum wir hier sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, weil da so ein bisschen wenig kam in letzter Zeit von kein Minecraft-Let's Play. Ja. Ja, wir sind tatsächlich hier unten ist Penetika Stall und so, wir sind, haben jetzt hier nicht irgendwas, ne? Und so. Wir haben es nochmal komplett nachgebaut, die ganze Landwirtschaft, wir haben alles nachgebaut. So ähnlich. Nein, wir wollten euch einfach eine kurze Info geben, was denn gerade so Sache ist. Ja. Und warum diese Tür hier dezentral angebracht wurde. Nein. Das liegt daran, weil ja, speziell hier. Da ist noch ein Raum, ja, ich weiß. Irgendwo. Da kommt eine zweite Wand. Was ist denn das? Gut, die eine Wand kann ja weg. Nee, warte. Das ist, okay. Du hast genau hier, ja, alles gut. Alles gut. Bevor wir jetzt hier noch in irgendwelche Bauarien verfallen. Ja, also, wir sind hier, denn... Also, die Gerüchteküche mal anzustreuen, Penetika ist tot. Nein. So, danke für das Zuschauen. Nein. Bis zum nächsten Mal. Ganz blöd. Wie kann man sowas möglichst dezent und möglichst subtil jemand beibringen? Sie ist tot. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nein. Sie ist weder tot, noch hören wir auf, noch, was gibt's noch für Gerüchte, die eventuell im Umlauf sein könnten. Wir haben uns zerstritten. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Stimmt alles nicht. Nee, wir haben einfach nur keine Zeit. Und das ist bei einem Dreier-Let's Play noch schwieriger, als wenn wir jetzt zweit aufnehmen. Deshalb sind gerade auch nur wir beide hier, weil es ging nicht mal aus, so ein kleines Infovideo zu dritt zu machen. Ja, ein Dreier ist immer kompliziert. Es kommt auf die Besetzung. Ah, lassen wir das. Grüße an Venetica an dieser Stelle nochmal. Es tut mir leid. Ja, wir wollten seriös, aber dann dachten wir, das sind dann irgendwie auch nicht wir. Wir schicken ganz kurz die Grüße vorbei und fragen, ob die Hose mittlerweile angekommen ist. Nein, aber ich bin ja immer noch dafür, nächstes Mal gerne mit Hose, aber dann oben rum blank. Ja, also ich finde immer eins von beiden, aber sie gerne auch gerne mal beides weg. Also, es ist jetzt ja, nur meine das Meinung, ist dann aber. So aber gut, pro Folge wird es immer weniger, so wie Strip-Poker oder so. Zurück zur Info, Mensch. Lieber Jupiter-Tube. Ja, mach doch mal was. Nein, wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, wir können euch nicht versprechen, wann es weitergeht, aber wir können euch versprechen, dass es weitergeht. Genau. Früher oder später, zumindest. Ja, später also, als früher. Aus aber wir haben gedacht, euch gar nichts zu sagen, ist auch doof. Ja. Auf Dauer. Deshalb wollten wir euch zumindest mal ein ganz kurzes Hallo vom Server schicken. Genau. Und wir wollten Rosinante unten da unten mal wieder. Genau. Und wie sie alle heißen. Genau. Brunhilde. Ne? Ah, nee, Brunhilde, aber ja. Ganz böses Thema. Ja, ganz böses Thema. Ich senke mein Haupt. Entschuldigung. Da hilft auch keine Trompetenfanfare mehr, weißt du? Jetzt kann ich nur noch den Kopf schütteln. Nee. Dieser Anno, dieser Hühnermörder. Na gut, das war's aber im Groben und Ganzen eigentlich schon. Wie gesagt, liebe Grüße, sicher auch von Penetika. Genau. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, denn es wird früher oder später, wie gesagt, werden die Folgen wieder kommen. Genau. Ach, wenn wir so bist schon, okay. Dachte ich, könnte ich mal hier so from the other perspective. Soll ich mal wieder rausgehen? Ja, komm, ich geh mal raus. Genau. Ja, lass mal hier so ein bisschen was zeigen. Die Leute sind doch schon richtig rallig danach, dass das hier mal wieder gezeigt wird. Ah, so. Der Stall, der Garten. Creeper, nein! Nein, das bitte nicht. Okay.
Ja, aber ihr dürft uns gerne. Ja, und wir haben eine Sache, haben wir ganz kurz offscreen gecheatet. Nein, nicht gecheatet, ich hatte es noch im Inventar dabei. Ich glaube, irgendjemand hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer. Dafür ist es jetzt, glaube ich, schon fast 2 Monate her. Ich habe jetzt hier mal einen Zaun gesetzt. Ich denke mal, das Schaf. Ich weiß nicht, war das da drin? Ich weiß es nicht. Der Creeper hat das weg. Ja, das war anders, aber ich habe keinen anderen Zaun dabei. Und wenn ich den Zaun hier wegnehme, garantiert kill ich entweder A, das Huhn, oder es rennt weg. Ich kenne mein Glück. Kriegen wir das nicht anders hin? Warte mal. Okay, warte, ich habe doch sogar auch Zaun dabei. Hühnchen, willst du da nicht raus? Also ja. So würde ich mal gehen. Ja, okay. Gut, haben wir es doch hingekriegt. Profi Let's Plays mit Anno Dagomi. Ja, wir haben vor allem euch eigentlich nichts vorenthalten. Wir haben das eben noch mal kurz gefixt. Ja. Genau. Gut, in diesem Sinne sage ich aber schon mal danke fürs Zuschauen, fürs Informationen in euch aufsaugen. Wie ihr seht, am Server selber ist nichts verändert. Nee. Ist immer noch alles beim Alten sozusagen. Lübt und lübt wie eine geölte Maschine. War sowas von. Hier ist auch alles schon fertig. Wir könnten hier schon längst, naja, nicht alles, aber wir könnten zumindest mal ernten. Also ihr seht, auch der Server wartet schon auf uns. Wir warten auch schon drauf, dass es mal weitergeht, aber... Wir wollen halt aber auch nicht zu zweit. Also Penini hat zwar den Vorschlag gemacht, macht doch einfach mal weiter, aber wir haben gesagt, nee, wenn dann bitte immer im flotten Dreier. Das ist auch nicht... es wäre nicht dem Let's Play gerecht. Es wäre nicht gerecht. Sie war von Anfang an mit dabei und sie gehört dazu. Ja, ohne sie machen wir nicht weiter. Genau. Ist auch so ein gewisses Statement, das wir durchaus vertreten hier. Genau. Von dem her, müsst ihr jetzt halt ein bisschen warten. Das tut uns zwar leid, aber ja, ich glaube, ihr seht das ganz genauso wie wir, dass wir zu zweit, das wäre auch, da würde was fehlen. Genau. Denke ich genauso. Ne? Ja, dann in dem Sinne. Genau. Im Sinne des Sinnes. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Mein Text. Such dir halt mit einem anderen, weißt du? So. Danke fürs Zuschauen. Zusammen und herzlich willkommen zu... Ja. Nee, danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.